Mehr als 200 Millionen Christen werden weltweit wegen ihres Glaubens verfolgt. Deswegen muss immer wieder auf ihr Leid aufmerksam gemacht werden. Das betonte der Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Volker Kauder bei einer Konferenz für verfolgte Christen der evangelisch-freikirchlichen Immanuel-Gemeinde Wolfsburg-Westhagen. Überall dort, wo mehrheitlich Muslime leben, haben Christen es schwer. Überall dort, wo der Islam Staatsreligion ist, ist es für Christen höchst gefährlich. Um Projekte für verfolgte Christen zu unterstützen, organisierten die Baptisten außerdem einen Sponsorenlauf. Dabei kamen 10.000 Euro für die Arbeit des christlichen Hilfswerk Open Doors zusammen. Die Gemeinde gedachte auch ihrer Mitglieder Anita und Rita. Die beiden jungen Frauen waren 2009 bei einem humanitären Einsatz im Jemen ermordet worden. In Deutschland fehlt die Wertschätzung für die Tätigkeit von Müttern. Das beklagt die Pädagogin und dreifache Mutter Bettina Hellebrand. Als Vollzeitmutter erhält man weder Geld noch Anerkennung für die Erziehungsleistung, die schließlich auch dazu beiträgt, dass Kinder sich gut entwickeln. Deshalb sollten Mütter, die sich in den ersten Jahren voll um ihr Kind kümmern, ein Betreuungsgeld erhalten. Das sollte mindestens so hoch sein wie die Kosten für einen Krippen- oder Kindergartenplatz. Es gehe um die Wahlmöglichkeit. Die hat man nur, wenn man sich keine Sorgen um seine Zukunft machen muss. Vielleicht würden sich manche Mütter dann auch zu mehr als einem oder zwei Kindern entscheiden. Laut einer britischen Studie zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben verheiratete Paare gute Chancen auf ein längeres Leben. Den Ergebnissen zufolge fördert die soziale Unterstützung einen gesünderen Lebensstil. Knapp 1 Million Menschen nahmen an der Befragung teil. Sehen Sie einen Kommentar vom Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten Michael Hübner zur Frage, wie Paare tragfähige und dauerhafte Beziehungen gestalten können. Ich will es mit einem Fahrrad vergleichen. Ein Fahrrad hat zwei Räder. So gehören Mann und Frau direkt zusammen. Sie sind verbunden. Und die Frage ist, wer lenkt dieses Fahrrad? Darüber muss man reden. Ein Paar braucht Zeit, um mindestens einmal in der Woche eine halbe Stunde über die Beziehung zu sprechen. Ein Paar braucht Reflexion, jeder für sich, um sich auch selber in Frage stellen zu können. Und das Paar braucht zum Dritten Konfliktkompetenz. Konflikte haben wir alle in unseren Ehen. Die Frage ist aber, haben wir Konfliktkompetenz? Nur das kann man lernen. Da kann man sich Beratung einholen. Dazu möchte ich allen Paaren als Eheberater Mut machen, diese Beratung oder Konfliktkompetenz zu erlernen.